Über mich, einfach so persönliche Sachen, ne? Ja, Und oh ja, und ja. Und bei dir, und ich dachte natürlich halt, ihr seid hier so zusammen was sind unter einer wir? Decke. Dann habe ich auch das ein oder andere Wörtchen Ja, natürlich gegen dich verständlich. Ja, na, gesagt, ja, ja. natürlich, das ist ja verständlich. Und Nee, jetzt habe, weiß ich. Ja, ja, klar. und war Aber dann du musst sauer immer, wie ja, Sau. aber ja, also das ist natürlich verständlich, klar. Und habe, ja, dann ging es ins Persönliche. Und schau mal hier zum Beispiel, ich bin heute Morgen angekommen. Hallo, guten Morgen. Sehe ich den Ja. Account halt. Sag ihm die ganze Zeit, sperr das doch. Komm, ich habe keinen Bock auf dich, Junge. Lass doch Ja. alles klären, mach dein Ding, hier fertig und so. Aber die lassen mich nicht in Ruhe, weißt du, weil die lieben mich zu sehr, weißt du, weil ich bin zu weit für diese kleinen Stalker hier. Und die hinterfragen immer diese TikTok-Sachen immer hier, so zum Beispiel. Ja, die gehen halt ins Private halt und hier, was machst du, wollen über alles Bescheid wissen und hier so. Und ich habe keinen Bock, denen mein ganzes Leben preiszugeben. Ich war Klar, natürlich. zu ehrlich am Anfang. Und es hat mich Ja, auch böse also gemacht. Ich habe ganz ehrlich, definitiv, ja ja. klar, habe ich ein paar Sachen gegen dich gesagt, dann im Stream und so weiter, weil ich dann sauer Ja, war. Ich gedacht was habe, hast du du denn bist gesagt? der Arschwichser. Entschuldigung, typisch sportlich, immer bei dir drin, schreibt lauter Scheiße. Ja, und alle finden es cool. Was hast du denn Ja, über war mich ich gesagt? sauer. Ja, der schreibt dauernd Sachen auf Italienisch. Nein, Ja, nein, ich was hast du denn suche über dich. mich gesagt? Ja, ich habe gesagt, was das Scheiß soll, dass du das unterstützt, dass solche Arschlöcher bei dir im Stream Ach sind halt, und so, dann ah kann ich. ja. Gut, guck mal, Ja. also siehst ja selber, also ich verstehe ich Ja, und komplett, natürlich, war man dann stellt sich vielleicht die Fragen, aber beleidigend. Natürlich, gib's ganz ehrlich zu, war dann vielleicht beleidigend, aber ich habe gar kein Problem mit. Ich habe überhaupt kein Problem, weil mit Also niemand. Lotusblume Aber. schreibt jetzt, du hättest jeden Tag über was Schlechtes geschrieben. Das ist natürlich, also sie lügt da Lotus nicht, kann ich weißt du? sagen, ich habe mit dir, ich habe ihr noch nie, würde ich sie beleidigen, habe ich ihr auch immer Nein, gesagt. aber mich halt, weißt du? Und das, also sie ist da, also Ja, über dich, sie ich ist da weiß, sehr ja. straight, weißt du? Ja, ich Aber weiß. das ist, ja, also, aber nochmal, ich kann dir da erstens versichern, dass ich mit niemandem hier privaten Kontakt habe und dass du ja selber siehst halt, was hier für Chaoten reinkommen und was die schreiben. Die haben mich so Du hast krass selber, getriggert, du das erlebst, glaubst du gar nicht. ja, ach so, ja. Also jetzt stell dir mal vor, wie es mir nach 8 Jahren oder 6 Jahren geht. Deswegen habe ich euch von Anfang an gesagt, lasst euch nicht darauf ein. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, Professor Kurde ist ein Gangster und hat Ja. sich dann zu einem Gentleman. Ich habe euch die ganze Zeit gesagt, was ein Gangster ist und dass die mit Kleinkriminellen nichts zu tun haben und dass ihr besser einfach zuschaut, euch entertainen lasst und ich meine, ihr habt das, also nicht du jetzt zwingend, ne? Ja. Aber ihr habt das so weit kommen lassen, dass ihr Grüppchen gebildet habt und irgendwie Ja. dann irgendwie Mag sein. gemeint habt, dass irgendwie Ja. ich ein Sektenführer sein wollen würde Oh. oder eine Sekte hätte und jetzt irgendwie mich der bösen großen Verschwörung annehmen würde. Und das sind Ja. Sachen, die sich da irgendwelche Leute zusammen geschwurbelt haben, Ja. weißt du? Ja, das schon, aber was die anderen sagen, zum Beispiel, weißt du, ich kann die auch nicht kontrollieren oder so. Das bedeutet ja nicht, dass das meine Meinung ist, halt, weißt du, wie ich meine. So, Aber klar das weichen interessiert, wir dann. ja, also das kenne ich ja alles. Guck mal, Ja. das ist, aber also Sag ja, schon mal. das kenne ich natürlich. Aber die Sache ist halt jetzt, ne, jetzt erlebst du, und das sage ich ja auch immer wieder, Ja, wirklich. dass die Leute, ich habe das ja schon prophezeit, so. Ich habe ja aus dem Grund auch Dr. Kohle reingebracht, weil ich wusste, dass es diese Situation geben würde. Und ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Also ich bin weder mit ihm verwandt, verschwägert, befreundet noch irgendwas. Ich finde es gut, was er macht. Und es hat sich natürlich auch gezeigt, ne, wie einfach Leute beeinflussbar sind. Und jetzt hast du es halt abbekommen am eigenen Leib, dass du, also ich würde niemals mit irgendwelchen wildfremden Leuten, die mich anschreiben, irgendwie schreiben. Aber das kenne ich Ja, von den vollkommen recht. anderen Spezies. Ja, klar. Und dann hast du halt das Problem, dass dann Leute deine So ein Privatsachen Scheiß. da, Ja, weißt du? Und voll. jetzt merkst du das, und ich finde es schön, dass du das auch ehrlich sagst, dann fängt man auch irgendwann an, alles zu hinterfragen. Und wenn man damit keine Routine hat, dann geht das ans Eingemachte und dann wird man auch Absolut. verbal ausfallend. Absolut.
Weißt bin du? Ich geworden, bin ich geworden, gebe ich ganz ehrlich zu. Der Kleine hat mich so krass getriggert. Ich würde, der schreibt mir, der hat mir die ganze Zeit geschrieben, ich schicke dir Leute da, wo du wohnst. Dann im nächsten Augenblick sage ich, ja klar, komm vorbei. Dann sagt er im nächsten Augenblick, aber ich zeig dich an. Ich werde dich sicher anzeigen. Ich habe alles aufgenommen, was du sagst. Ich werde dich anzeigen. Dann frage ich mich, was bist du, Fleisch oder Fisch? Dann komm entweder hierher oder zeig mich entweder an. Mach irgendwas halt. Aber versuche nicht jeden Tag zu drangsalieren hier. Vielleicht kein Problem halt, aber der wirklich nervt so krass hier. Ja, und dann hat man das gesagt, und der hat jetzt stell dir vor, wie es mir geht. Jetzt stell dir vor, und das ist, guck mal, das wie Kinder. Da, naja, das hat ist nicht, also das ist nee, also Kinder machen sowas nicht, hast du gehört? Nee, Kinder machen sowas nicht. Das natürlich machen Soziopathen, das machen Soziopathen und tiefkranke Typen, Menschen, die, denen es Spaß macht, Leute leiden zu sehen. Ich sag das jetzt nicht über kaputt. Seine Beweggründe kenne ich nicht. Ne? Du nimmst es schon ernst, sonst hättest du mich ja beleidigt. Ich nehme es schon ernst, wenn er halt dann persönliche Sachen dann hier rein. Weißt du, das ist dann so. Nimmst es schon ernst. Du siehst dann so einen Account, der schreibt dann so halb abgestotterte italienische Wörter, um mich zu triggern. Macht so einen Shit. Du lässt dich ja auch dann anscheinend triggern, so weißt du? Ich habe stimmt schon. Lass dich so weit triggern, dass du dann mich beleidigst, weißt du? Ah, nee, Logo, ich habe schon 100 Mal jetzt gesagt, mir ist es echt komplett wurscht. Halt, die anderen ist es halt nicht. Auch immer so. Ist es halt nicht. Und du weißt auch nicht mal, ob es er ist. Er kann sich auch einfach ausgeben als, weißt du, das ist halt die Sache im Internet, wenn du irgendjemand anschreibst, der dir erstmal so vorkommt, als wäre der nett, der schreibt erstmal nett und hat einfach nicht nur einen doppelten Boden, sondern der ist gar keinen Boden mehr dran. Weißt du, was ich meine? Also weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast, der kann sich ausgeben und vielleicht ist es auch gar nicht so. Ja. Vielleicht hat er dich gar nicht angeschrieben. Ja. Und dann fängst du an, mich zu beleidigen, so, weißt du? Nee, doch, ich wusste das schon hundertprozentig und so. Ich habe das schon nicht gesehen. Das kannst du gar nicht hundertprozentig wissen, ob er das ist. Im Endeffekt, weißt du, habe ich auch gar keinen Bock auf so ein Shit. Der hat das. Das ist dir nicht egal, weil du ja mich angefangen hast zu beleidigen. Ich wollte nur mal sagen, so, dass du das auch vielleicht so mal weißt oder verstehst. Vielleicht. Ich sehe alles. Entschuldige mich, wenn ich irgendwie direkt gesagt habe, war natürlich nur was, das bedingt, weil ich sauer war. Ja, du, das ist komplett verständlich. Ich bitte dich. Nochmal, ich habe da großes Verständnis für, dass wenn es ans Eingemachte geht, an die Privatsphäre und jemand sagt, deswegen bin ich nicht privat, weißt du, deswegen sage ich auch immer wieder Sachen, die Leuten dann nicht gefallen, nicht beleidigen, sondern einfach so, hey, Abstand. So. Also es zeigt sich ja tatsächlich, was Sache ist. Weißt du, zeigt sich tatsächlich Sache. Wenn so ein bisschen Zeit ins Land geht und dann zeigen sich die wirklichen Farben. Dann hast du Leute, die sich selbst outen so und da geht es ja gar nicht darum, irgendwie auf einer Seite zu sein. Es geht hier nicht um Seiten. Weißt du? Es geht hier um meinen Fall. Es ist Musikpolitik und hier kann jeder reinkommen. Weißt du? Hier geht es um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist größer als irgendwelche Seiten. Verstehst du? Meine Wahrheit. Und die Musikpolitik bringt natürlich sehr viele, die ich hier mache und beziehungsweise die ich erfunden habe, bringt natürlich sehr viele Wahrheiten zusammen, gerade in diesem Musikraum. Ich meine, du hast neulich am Fenster gerappt und Musik gehört im Hintergrund. Irgendwelche Sachen, ob das deine war oder von irgendjemand anderem, keine Ahnung. Ja. Und ihr habt euch halt hier kennengelernt, weißt du, und jetzt geht ihr zusammen live und da kommen dann Leute dazu und sowas. Auch Leute, die für mich, wie sagt man, auf Deutsch gestorben sind. Ja, voll. Total sportlich, davon distanziere ich mich natürlich, das jetzt so wortwörtlich zu meinen. Aber es ist halt einfach, peinlich, weißt du. Ja, stimmt schon. Und wenn du dann Erwachsener bist und dann meinst, du hättest so eine neue Revolution am Start, nicht du, aber generell so irgendwie, ist das komplett, also für mich, ich finde es schade, wie leichtgläubige Menschen im Netz einfach alles preisgeben und dann anfangen, auch Leute zu beleidigen oder sich Sachen einzumischen, die, ich meine, sucht man Probleme? Also du kannst dir gar nicht vorstellen. Also wenn das, was, das, wenn du, wenn das, was, äh,
wenn das dich schon so weit triggert, ja, dann musst du dir vorstellen, was bei mir seit 6 Jahren los ist.